So, Karneval im UKM, Sie haben sich schon eingeschunkelt. Ja, hier geht es ja bärlos. Also es ist ganz, ich habe Spider-Männer gesehen, ich habe Prinzessinnen gesehen, Rapunzel gesehen und ich habe irgendwie das Gefühl, dass so Clowns um mich herumstehen, aber ich weiß auch nicht. Okay, Sie brauchen eigentlich nicht mehr in Ihr Rathaus? Nein, ich habe ein Stück Rathaus hier mitgebracht und ich habe auch das doofe Gefühl, als wenn da irgendwie so komische Narren mein Rathaus erobern wollen. Und ich habe ein bisschen die bestochen. Ich habe nämlich so eigene Orden mitgebracht, so eigene Bürgermeisterorden. Und den habe ich vor den Kindern gegeben, aber nicht weiter sagen, okay? Ich hatte eigentlich gedacht, die könnte man essen. Ja, auch nicht weiter sagen. Kann man nicht essen, die muss man aufbewahren. Einzigartig. Kommt in den Tresor. Ja. Verstehe schon. Und wenn man die trägt, dann kriegt man so ein Helau-Virus. Dann, wenn man das einmal trägt, dann morgens beim Aufwachen, dann Helau, sagt man dann. Und das ist also wirklich ganz besonders. Und schön war auch, dass die paar Leute sich super verkleidet haben. Ich habe ein paar gesehen, die haben sich als Ärzte verkleidet hier. Sah spitzenmäßig aus, wirklich auch total originell. Ja, genauso wie Professor Rossi. Ja, genau. Und einer war als Scheich verkleidet. Und das soll angeblich der Chef der Uniklinik gewesen sein. Hier steht ja so ein Kran daneben. Ist gar kein Kran, ist ein Bohrturm. Hier wird noch Öl gebohrt. Finde ich irre. Echt. Ein dreifaches UKM. Hello! Die Kinder des UKM. Hello! Und die Ärzte des UKM natürlich, die tollen. Hello! Mega hello. Eigentlich ist der Herr Lewe so verwandt mit der Kelly Family. Eigentlich ein irischer Hippie. Ne? Ja. Danke, super. Danke, dass ihr das macht. Danke. Ja, alles klar.